Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Mein Name ist Thomas Klein von Mission Millionaire, aka Klein Consulting. Ja, heute geht es natürlich um ein Update. DAX etc. Ich habe mich jetzt länger nicht gemeldet. Tut mir wirklich leid, ich habe auch nicht viel Zeit. Wie gesagt, ich habe einen neuen Kunden. Da muss ich einen Auftrag erledigen und habe aber nur 4 Wochen Zeit. Sprich den April. Das heißt, es werden einfach weniger Videos kommen, aber einige von euch werden mich vielleicht vermissen auf der anderen Seite. Was sehen wir hier? Ja, eine fortgeschrittene Bärenrallye. Ich habe ja vor einiger Zeit schon. Und wir müssen wirklich ganz offen und ehrlich miteinander umgehen. Ich habe schon zum Zeitpunkt, als wir noch bei 9.000, 8.500 oder sowas waren, habe ich gesagt, geht mal zurück in meine DAX-Videos. Dass für mich 10.500 für einen Rücklauf Bären-Rallye sozusagen realistisch ist und das auch sozusagen das Nonplusultra, wo sich die Geister scheiden. Ich weiß, dass andere Profis, das sind auf jeden Fall Profis, wie Lars Eriksen, Tradermacher und viel, den habe ich jetzt einfach nur so im Kopf, ja, weil ich den ziemlich viel geguckt habe in letzter Zeit, aber auch viele andere sagen, naja, also 10.200 war bei mir sozusagen die Stop-Grenze mehr oder weniger. Und also der müsste jetzt auch mit seiner Short-Position im DAX rausgefallen sein, definitiv jetzt über Nacht. Auf jeden Fall, ich habe mir das gestern schon angeschaut und mir gedacht, also das pusht ganz schön nachbörslich. Also das Gute bei diesem Tracker hier, den ich hier verwende von FXCM, ansonsten finde ich die nicht so gut. Zum Traden finde ich es nicht so gut, aber hier zum Chart gucken schon. Aber ihr seht ja hier, ich habe hier einen kleinen Short Trade auch gehabt, ja. Und der ist dann letztendlich hier spätestens bei 10,5 rausgefallen oder sogar knapp drunter gestern noch. Ich hatte zwei kleine Positionen. Ihr seht hier diese Pips-Anzahl, 392 Pips, ja. Das sind letztendlich ja, 100 Euro ein paar zerquetscht, die ich hier verloren habe. Ja, jetzt mag einer sagen, ja, warum bist du Short gegangen, du Idiot, na? Aber das war halt einfach die Strategie, meine Aktienposition ein bisschen zu hedgen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich über die Aktienpositionen, die ich halte in meinem anderen Depot, natürlich Gewinne gemacht. Also insgesamt, wenn ich jetzt mal von der Spitze, wenn wir jetzt mal von der Spitze ausgehen, ja, nur mal ganz kurz, was mein Swing Trading Depot betrifft, vom 15.02., ja, also da waren wir auf 13.000 Punkte, 750 Punkte. Da war ich, und jetzt sind wir auf 10.500 Punkte, bin ich mit meinem kompletten Swing Trading Depot, ja, tutto completo, gerade mal 6% im Minus. Ja, hätte natürlich noch alles noch besser sein können, ja, aber wir müssen mal bedenken, wie viele Leute wie viel Kohle verloren haben in der Zeit, in dem Zeitraum. Wie viele Leute genau am falschen Zeitpunkt das Falsche gemacht haben, den Zeitraum etc. Also, ich hätte jetzt natürlich locker Break-Even machen können, wenn ich nicht immer wieder sozusagen auch ein paar Hedges drin gehabt hätte, auf die eine und auf die andere Seite. Das heißt, ich bin halt in beiden Seiten investiert und das ist natürlich ein bisschen, ja, das verzerrt, also das vermindert natürlich die Overall Performance, also die komplette Performance. Weil man kann jetzt davon ausgehen, das ist auch die Strategie dahinter. Ich bin ja short in den Indizes als Hedge, ja, habe aber investiert nicht in Indizes, sondern in einzelne Aktien, wo ich persönlich davon überzeugt bin nach meiner ausführlichen Analyse, dass diese, wenn die steigen, überperformen proportional zum DAX bzw. zum S&P, zum Nasdaq, also zu den Indizes. Das heißt, wenn wir jetzt nach oben durchschießen, dann habe ich trotzdem Gewinn, weil meine Short-Positionen weniger schnell ins Minus gehen, weil sie auf die Indizes bezogen sind, als dass meine Aktien nach oben steigen. Gutes Beispiel, ja, ist heute zum Beispiel eine Grenke AG. 10% im Plus heute in der Eröffnung. Fraport. Gestern 10% im Plus. Heute, also wir haben heute gerade mal 10 Uhr morgens. 6,69% im Plus. Ja, dann was haben wir noch? Eine Sixt 7,45% im Plus. Eine Security Networks 6,38% im Plus. Ja, Nel Asa 5% im Plus, obwohl die sehr volatil natürlich auch ist. Und ja, Wirecard, also da geht es dann schon runter.
in die kleineren Positionen. Siemens 4,72% im Plus. Okay, Siemens und der DAX, die sind meistens immer fast identisch. Also da braucht man auch nicht groß hedgen, weil das bringt eigentlich wenig. Und jetzt mal kurz die Indizepositionen im Minus. Ja, sind S&P 500 4,46%, DAX, also Inverse ETFs, also quasi, also hier habe ich quasi darauf gewettet, dass es nach unten geht, 4,27% im Minus, ja, S&P 500 VIX Futures 3,48%. Das heißt, wenn es ins Minus geht, habe ich immer so zwischen 3 und 5% Minus im Vergleich zu ja, doch eine Vielzahl der Aktien, die, wenn es dann raufgeht, dann doch deutlich mehr als wie 5%. Und diese Difference, ja, die gewinne ich. Wenn es runtergeht, dann verliere ich natürlich meistens überproportional. Dann gehen die Aktien meistens 10% oder noch mehr runter. Ja, dann ist es genau umgekehrt, die Strategie. Und der Hedge ist dann eben nur, ja, so sagen wir, 3, 4, 5% meistens. Aber wir gehen ja davon aus, dass es mittel- bis langfristig mehr, also natürlich wieder Aktien steigen langfristig immer und das ist der ganze Witz dabei. Ja, und wenn ich dann irgendwann mal also wenn es sozusagen jetzt nochmal eine zweite Welle geben würde und wir würden nochmal die Tiefstände sehen oder whatever, ja, oder der DAX geht runter auf 5000 Punkte, was weiß ich, ja, dann habe ich natürlich proportional gehen meine Aktien dann schneller wieder runter, als meine Short-Positionen diese Positionen hedgen. Aber irgendwann muss ja mal der Boden erreicht sein. Dann würde ich sozusagen die Short-Positionen dann auch langsam wieder auflösen und die Gewinne, die ich dann daraus gezogen habe, natürlich dann wieder reinvestieren in Aktienpositionen, die dann auch wesentlich günstiger geworden sind und somit eben ich auch mehr Stücke für das Geld bekomme, was ich über die Short-Positionen sozusagen erhalten habe. Kurzum, so ähnlich ist die Dirk-Müller-Strategie in seinem Fonds. Natürlich macht er das in seinem Fonds mit ganz anderen Tools und Mitteln, aber unterm Strich ist es auch nicht viel. Also die Idee, der Gedanke ist genau identisch, ist genau derselbe Gedanke. Nur dass ein Dirk Müller mit 100 oder 200 Millionen Euro natürlich hier Shorts in Futures machen kann. Ja, da kriegst du vielleicht bessere Preise. Der hat seine Angestellten, der hat seine Analysten, der hat natürlich eine fette Firma dahinter, die hier noch ganz, ganz viele Sachen machen. Ja, also, aber für dich zu Hause, wenn du jetzt halt sozusagen keinen Bock hast, einen langweiligen Fonds zu kaufen, dann kannst du das sozusagen auch alles dir selber zusammenbauen, ja, und sparst du halt so mal die Fondsgebühren, ja, also, oder du kannst auch beides machen, je nachdem, wie du lustig bist, wie viel Geld du hast. Ich finde es halt ganz interessant, diese Dinge halt selber zu machen, selber in die Hand zu nehmen, mich weiterzubilden, mich fortzubilden, ja, ich brauche am Tag, also wenn ich es genau nehme, brauche ich am Tag auch nicht mehr wie eine halbe Stunde oder Stunde, morgens und dann abends noch zur Weiterbildung. Ja, also die Positionen zu setzen und zu legen und alles, ja, hast du am Tag vielleicht 2-3 Stunden investiert. Ja, desto mehr Geld du hast, desto mehr solltest du natürlich auch in Zeit investieren, ja, weil dann geht es halt um größere Summen. Aber sagen wir mal, beim 100k Depot reichen vollkommen, wenn du 2-3 Stunden am Tag dich beschäftigst und investierst. Und dann hast du unterm Strich eben wahrscheinlich eine bessere Performance, wenn du einfach nur irgendwie einen Fonds kaufst. Ja. Das sagen natürlich die Fondsmanager dann alle genau nicht, ja, weil die wollen ja ihren Fonds verkaufen, das ist ja auch klar. Ist ja auch völlig logisch. Ja. Und es ist auch nichts Verkehrtes, einen Fonds zu kaufen, wenn er gut gemanagt ist. Ja. Also es gibt genügend Leute, die haben einfach auch keine Lust, sich mit diesen ganzen Dingen zu beschäftigen. Ja. Die haben einfach alle andere, die haben keine Leidenschaft dafür. Ist auch alles völlig klar. Ne? Manche Leute, wenn die meine Videos sehen, die nehmen das auch mal, schnappen das vollkommen falsch auf. Ja? Ich finde alles, ich bin für alles flexibel und für alles offen. Leute, die Fonds einfach nur einen Ansparplan machen wollen, ihren Fonds und einfach nur, sagen wir mal,
Mit dem ganzen Kram einfach nichts zu tun haben wollen, ist gut. Und Leute, die sich einfach näher dafür interessieren, sich weiterbilden wollen, ihre eigenen Depots und Fonds, sozusagen ihre kleinen privaten Mini-Fonds zusammenbauen wollen und es einfach genießen, hier auch mal Sachen selber ausprobieren zu können, viel Freiraum, viel Spiel zu haben, sich weiterzubilden, neue Dinge zu erlernen und zu testen. Ja, unterschiedliche Broker durchzutesten, ja. Sich weiterzubilden, zu sehen, wie funktioniert die Chartanalyse. Ich meine, rein theoretisch, es ist ja so, es sieht ja fast so aus, während wir hier uns unterhalten, beziehungsweise während ich dieses Video hier drehe, ja, sieht es ja doch tatsächlich fast so aus, als ob hier ein kleiner Widerstand wäre, ja. Also läuft jetzt nicht mehr so stangengerade nach oben. Ist ja auch völlig logisch, denn ich habe es ja hier schon seit Wochen eingezeichnet. Es sind halt ganz klare Widerstände. Das ist reine Charttechnik, die spielt natürlich auch mit rein. Warum? Wegen der Self-Fulfilling Prophecy, ja. Also ganz, ganz viele andere Trader sehen das und auch große Trader, ja. Mit vielen Millionen Euro. Und die sagen sich, ja gut, dann setze ich mal, sagen wir mal, hier sind Widerstände, dann bin ich in meinen Short-Positionen, sagen wir mal, bin ich ja, habe ich dann irgendwo hier einen Stopp, ja, der wird dann meistens auch noch mit rausgeholt, ja. Von daher haben diese Zonen und diese Marken durchaus eine Bedeutung, ja, und ich lasse, es sind immer der gleiche Chart, den ich hier euch zeige. Die Zonen, die habe ich keinen Pip, ja, keinen Millimeter habe ich die verschoben, ja. Diese Zone hier, diese Zone hier, diese Zone hier, die hatte ich schon eingezeichnet, da waren wir noch auf 13.000. Ja, das soll es gewesen sein wie dieses Video. Und ich sage mal, lieber safe momentan unterwegs und ein paar Prozente vielleicht nicht mitnehmen, als dann wieder genau im falschen Fuß erwischt worden zu sein. Denn die Börse ist besonders in den heutigen Zeiten etwas launisch. Ja? Und wir dürfen nicht unterschätzen, dass wir zwar jetzt, was wir jetzt sehen, ist sozusagen die ganzen Geldmengen, die in den Markt reingepumpt werden. Und das ist natürlich das jetzt, was weggenommen wird, dass alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Nichtsdestotrotz weiß der Markt, dass uns eine sehr schwere Rezession treffen könnte. Der Ausmaß dieser Rezession wird ausschlaggebend sein, ob wir hier wieder eine Kehrtwende sehen, ob das jetzt einfach nur ein Strohfeuer war oder ob wir uns irgendwo zwischen 10, 5 und 12.000 Punkte halten werden in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Jahren. Besonders im DAX ist ja häufig so, dass wir eher seitwärts laufen als alles andere. Na, wir sehen es hier schon die letzten Jahre. Wir sehen es ja hier, ja, vom 28.12.2013 bis zum 17.01.2015. Das sind mal ja mehr als ein Jahr, wo wir quasi eine Zone von 9.900 bis, also sozusagen, nie mehr rauf, groß rauf runter sind als wie 1 bis 2.1500 Punkte ungefähr. Wir sehen hier in der Range, also das ist sehr, sehr undynamisch im DAX, ja. Wir sehen hier diese Hochs, die wir hatten hier bis vor kurzem. Die waren ja nicht so viel höher als wie die Hochs, die wir hatten am 13.01.2018. Also vor über 2 Jahren waren wir fast am gleichen Punkt, ja. Und deswegen immer wieder diese Langzeitcharts rausholen, weil die geben dir einfach eine viel, viel be bessere Perspektive und bringen einfach auch viel mehr Ruhe rein in dem, was du tust, kurzfristig. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Wie gesagt, wenn wir jetzt nach oben durchbrechen, nehme ich ein paar Prozente mit, nicht zu viel, weil ich bin gehedged. Ja? Aber wenn es wieder runtergeht, dann bin ich auch bereit. Okay? In diesem Sinne, ich trinke jetzt ein Käffchen und dann muss ich wieder Vollgas weitermachen. Ich bin schon wieder bei 15 Minuten. Ja, ist halt mal, Börse ist nun mal meine Leidenschaft, aber ich muss leider mich auch um mein Business kümmern. Ja, kleinmarketing.com. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Ja, da geht es um Online, ja, Digitalisierung. Ich helfe Unternehmen, sich zu digitalisieren und zwar in ihren Vertriebsprozessen und so weiter. Auch ein ganz spannendes Thema. Wenn du gerade zum Beispiel auf der Suche bist nach einem neuen Job oder dich weiterbilden willst, dann kontaktiere mich einfach über meine kleinmarketing.com-Webseite. Bis dahin und Daumen hoch und ja, gib mir mal einen Daumen hoch, das wäre doch mal cool, ja. Nicht nur immer
irgendwelchen Kommentar schreiben, auch mal einen Daumen hoch, obwohl es eigentlich, ich glaube, mittlerweile sind die Daumen hoch auch overrated. Also, bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein und tschüss.